Letztes Mal hatte ich noch Miss Fay an meiner Seite. Doch heute muss ich alleine kämpfen, um ihre Schwester zu beschützen. Gib jetzt nicht auf, Maya! Einspruch! Ist die Welt, wie du sie siehst, soll das denn wirklich alles sein? Ist denn die Antwort so klar wie ein Ja oder Nein? Von dem Weg, der vor dir liegt, ist noch kein Ende abzusehen. Doch du weißt, es ist Zeit, endlich loszugehen. Glaub nicht alles, was sie sagen, hinterfrage jedes Wort und präsentier deine Beweise dem Gericht. Egal wie schwer der Fall auch ist, egal ob schuldig oder nicht, es ist erst dann vorbei, wenn man das Urteil spricht. Erheb den Einspruch gegen die Wahrheit, wenn du begreifst, dass irgendwas an ihr nicht echt erscheint. Erheb den Einspruch für die Gerechtigkeit, such nach der Antwort und dann nutze die Gelegenheit. Brich sie aus, lass sie frei, brich die Zweifel entzwei, deck die Widersprüche auf und dann leg ihn ein deinen Einspruch! Einspruch! Leg ihn ein deinen Einspruch! Die Anklage vertritt diesmal Miles Edgeworth. Als Staatsanwalt ist er bisher ungeschlagen. Huh? Das Gericht verhandelt heute den Mordprozess gegen Maya Fay. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Dann bitte ich um das Eröffnungsplädoyer, Staatsanwalt Edgeworth. Selbstverständlich. Das Opfer heißt Mia Fay. Die Verdächtige ist Maya Fay, die Schwester des Opfers. Der Staatsanwaltschaft liegen Beweise für das Verbrechen vor. Und es gibt Augenzeugen. Es sollte also kein Grund bestehen, ihre Schuld anzuzweifeln. Rufen wir also den ersten Zeugen in den Zeugenstand. Zeuge, nennen Sie bitte Namen und Beruf. Jawohl, also mein Name ist Dick Gumshoe. Drüben im Revier bin ich der zuständige Inspektor für Mordfälle. Ich denke, Sie wissen das bereits. Aber ich verlange hier eine detaillierte Aussage. Jawohl. Zeuge, machen Sie Ihre Aussage. Jawohl, Chef. Schauen Sie bitte auf die Monitore. Dies ist ein Übersichtsplan. Und hier lag das Opfer. Todesursache? Sofortiger Tod durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Und das hier ist die Tatwaffe? Korrekt, die Statue lag direkt neben der Leiche. Erklären Sie dem Gericht, wieso wurde die hier angeklagte Maya Fay unverzüglich festgenommen? Na, weil es einen handfesten Beweis gab. Das Opfer hat vor seinem Tod eine Notiz hinterlassen. Da steht eindeutig M-A-Y-A, geschrieben mit Blut. Die Autopsie hat eindeutig ergeben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Dieser Beweis ist bombensicher. Sie sagen also, das Opfer hat kurz vor seinem Tod seinen Mörder angeklagt. Ja, so war es. Einspruch! Das ist doch unmöglich. Das Opfer konnte doch diese Nachricht gar nicht hinterlassen haben. Hast du gerade nicht zugehört, Spitzlocke? Dies ist der polizeiliche Autopsiebericht. Hier steht sofortiger Tod durch Schlag mit stumpfem Gegenstand. Ja, nach dem tödlichen Schlag hat das Opfer seine letzten Kräfte mobilisiert und... Nein, nichts von wegen letzte Kräfte. Das Opfer war sofort tot. Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann. Also, jetzt wo du sagst... Mit anderen Worten enthält dieser Beweis einen Widerspruch. Edgeworth. Stimmt irgendwas nicht? Oje, oje. Sehr amüsant, Mr. Wright. Hä? Dieser Autopsiebericht da ist veraltet. Hä? Wie bitte? Gestern gab es eine neue Untersuchung, die den Bericht ein wenig abänderte. Vom sofortigen Tod zu was sofortigen? Fast sofortigen?
Laut diesem Bericht war das Opfer sehr wohl in der Lage, diese Zeichen zu schreiben, weil sie eben nicht mehr sofort starb. Ein Rechtsanwalt sollte eigentlich fähig sein, die Gerichtsakte genau zu studieren. Hey, einen Moment mal bitte! Mit sowas kann doch keiner rechnen! Nichtsdestotrotz ging der Bericht heute Morgen ein, Mr. Wright. Hat da jemand vergessen, die Verteidigung zu informieren? Inspektor Gumshoe? Was? Aber ich hab doch gar nicht... Wie dem auch sei, sie waren wohl etwas übereifrig. Das ist doch einfach nicht zu fassen, Edgeworth. Ich verrate Ihnen mal was. Vor Gericht dreht sich alles um die Beweise. Sie Amateur. Und so erlitten Sie nun... Ihren fast sofortigen Tod. War das von Anfang an sein Plan? Mr. Anwalt! Genug davon. Lassen Sie uns jetzt den nächsten Zeugen aufrufen. Eine Dame, die diesen schrecklichen Mord mit eigenen Augen sah. Die süße Zeugin ist da! Ihren Namen bitte. Ich heiße April May und ich bin schon richtig aufgeregt. Zeugin, hören Sie bitte auf, so niedlich zu sein. Sorry. Wer mit solchen Argumenten aufhört, erwirkt glatt jeden Schuldspruch. Würden Sie dem Gericht bitte mitteilen, was Sie in der Nacht des 3. April gesehen haben? Gerne. Ich habe alles genau gesehen. In dieser Nacht saß ich mit einem schönen Glas Wein am Fenster, als ich sah, wie im gegenüberliegenden Gebäude eine langhaarige Frau angegriffen wurde. Und die Angreiferin war ganz klar... Dieses Mädchen da! Das stimmt nicht! Ich... Zeugin, erinnern Sie sich noch an die Uhrzeit? Ja, also... Da war diese Stimme... Ich denke, es ist 8.50 Uhr. Oh, die Mordwaffe hat gesprochen. Auf den ersten Blick sieht sie nicht nach einer Uhr aus. Ich denke, das beweist, dass die Zeugin die Tat auch wirklich beobachtet hat. In der Tat lässt dieses Detail die Zeugenaussage durchaus glaubhaft erscheinen. Die zurückgelassene blutige Notiz sowie der Augenzeugenbericht der Tat sollten doch als Beweise mehr als ausreichend sein, nicht wahr? Gib's ihm, Superanwalt! Was soll ich jetzt tun? Moment mal! Hä? So stimmt es aber nicht! Was wollen Sie damit sagen? Es ist unmöglich, dass die Uhr... Die Angeklagte hat nicht das Recht zu sprechen. Natürlich! Einspruch! Euer Ehren, bitte schauen Sie sich das Innere dieser Statue an. Das Innere? Sie ist leer. In der Tatnacht wurde das Uhrwerk aus dieser Statue entfernt und deshalb... Kann sie gar nicht reden, stimmt's? Hä? Was der Grund dafür ist, hat hier wohl jeder verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Sie erwähnten ja bereits das Uhrwerk. Wann ist es genau herausgefallen? Herausgefallen? Richtig. Bei der Attacke auf das Opfer wurde die Uhr beschädigt. Ich denke, es ist 8.50 Uhr. Sie machte noch eine Zeitansage. Dann fiel das Uhrwerk heraus. Aber das Uhrwerk wurde doch... Was wurde denn auf dem Boden des Tatorts entdeckt? Hä? Ja, das leuchtet ein. Geben Sie schon auf, Amateur. Meine Schlussfolgerung habe ich aus den Beweisen der polizeilichen Untersuchung gezogen. Und mir entging nichts. Aber... Um meine Argumentation auszuhebeln, müsste man schon beweisen, wann und wie der Mechanismus dieser Uhr aus der Statue entfernt wurde. Aber ich versichere Ihnen, dass dies unmöglich sein wird. Unmöglicher geht's gar nicht. Wann wurde der Mechanismus entnommen? Ich brauche einen Beweis. Einen, den Edgeworth noch nicht kennt. Na klar. Einspruch! Verteidiger, ist das etwa Ihr Handy? Dieses Handy hier verlor die Angeklagte am Tatort. Was war das? Darauf ist ein Gespräch gespeichert, das die Angeklagte und das Opfer vor dem Mord geführt haben. Woher kommt das? Ich dachte, das wäre sein Handy. Freuen Sie sich schon mal auf Ihre nächste Gehaltsabrechnung, Inspektor Gumshoe. Noch nö. Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Aber Moment, das
sagte leider keine Zeit mehr an. Ich musste das Uhrenwerk herausnehmen, um etwas darin zu verstecken. Die Beweismittel, nicht wahr? Gut kombiniert. Dieses Gespräch wurde gespeichert am 3. April um 9.27 Uhr. Nun, das bedeutet dann wohl, dass während des Mordes bereits kein Uhrwerk mehr in der Statue gewesen ist. Deshalb konnte die Uhr zum Zeitpunkt der Tat keinen Ton von sich geben. Miss May, Ihre Zeugenaussage ist äußerst widersprüchlich. Nein! Und ich wusste nicht, dass das Gespräch da noch drauf war. Moment, wie war das? Dass das Gespräch da noch drauf war? Heißt das etwa, Sie wussten von diesem Telefonat? Einspruch! Lassen Sie die Zeugin in Ruhe. Dies hat nichts mit dem Fall zu tun. Abwarten. Es ist also wirklich so, wie ich mir schon dachte. Miss May, Sie haben die Telefongespräche der Anwaltskanzlei Fay und Partner abgehört. Nämlich hiermit. Das ist ja eine Wanze. Sie lag im Mülleimer von Miss Mays Hotelzimmer. Also, können Sie das erklären? Sie haben das dortige Telefon abgehört. Das ist ein Verbrechen. Uiuiui. Halt doch endlich die Klappe, blöder Stachelschild. Ist doch nicht dein Bier, ob ich jemanden abhöre. Sie war es, verdammt. Locht sie doch endlich ein. Locker bleiben. Ich sollte bloß die Gespräche dieser verrückten Anwaltstussi da abhören. Mit dem Mord habe ich aber nichts zu tun. Sie sagen, Sie sollten das tun. Von wem aus denn? Hä? Lassen Sie mich raten, Ihr Auftraggeber war der Besitzer dieses Manschettenknopfes. Das ist... Das reicht. Euer Ehren. Ist etwas, Mr. Edgeworth? Anscheinend hat sich ein nicht vorhergesehener Tatbestand aufgetan. Für weitere Ermittlungen fordere ich eine Vertagung des Prozesses auf morgen. Ihre Forderung wird stattgegeben. Ich ordne hiermit eine Vertagung des Prozesses auf morgen an. Verstanden. Die heutige Verhandlung ist hiermit beendet. Die Sitzung ist geschlossen. Wegen der Abhöraktion wurde sie sofort festgenommen. Mr. Anwalt? Sie waren heute großartig. Danke. Du hast dich aber auch wacker geschlagen. Ich war hin und weg. Sie waren total cool da im Gerichtssaal. Ach. Stellen Sie sich vor, sogar das Fachpersonal redet schon über Ihren Auftritt da drinne. Echt? Sie hätten es so einen Zackenkopf erst gar nicht zugetraut. Was haben die denn nur alle mit meiner Frisur? Jedenfalls bin ich jetzt super drauf, weil sie mich da rausgehauen haben. Wir können wirklich von Glück reden, dass sich Miss May da vorhin verplappert hat. Ich muss mich wirklich bei Ihnen bedanken, Mr. Anwalt. Nicht der Rede wert. Also, ich werde dann mal etwas ermitteln gehen. Bis morgen brauchen wir neue Anhaltspunkte. Okay, und ich gehe dann mal wieder in die Zelle. Einfacher gesagt als getan, neue Anhaltspunkte aufzutreiben. Mr. Grossberg. Soll das heißen, Sie waren auch bei der Verhandlung? Unglaublich, dass Sie bei einem Staatsanwalt wie Edgeworth eine Vertagung erwirken konnten. Na, vielen Dank, Mr. Grossberg. Aber aus welchem Grund sind Sie jetzt eigentlich hier? Mr. Grossberg? Es ist mir wirklich unangenehm. Sie sind zwar gerade erst Anwalt geworden, aber Sie geben da draußen alles. Und was mache ich? Als ich Sie sah, wurde mir etwas bewusst. Es wird Zeit, dem am Ende zu setzen. Ein Ende? Überprüfen Sie diesen Mann. Wer ist das? Das ist Red White. Er ist der Chef der Firma Blue Corp. Red White. Dieser Manschettenknopf. Von außen betrachtet ist die Firma Blue Corp ein Marktforschungsdienst. Aber hinter der Fassade sucht man nach schmutzigen Geheimnissen und verkauft diese teuer weiter. Man verkauft sie? Geht es hier etwa um Erpressung? Es ist mir unangenehm, es Ihnen zu sagen, aber selbst ich habe diesem Mann gegenüber nicht den nötigen Widerstand geleistet. Haben Sie es deshalb auch abgelehnt, Mayas Verteidigung zu übernehmen? Ja,
Ich habe als Anwalt versagt. Aber warum verhaftet man diesen Red White nicht einfach? Erpressung ist doch ein offensichtliches Verbrechen. Politik, Polizei und sogar die Justiz. Jeden kann er nach seiner Pfeife tanzen lassen. Er hat gegen jeden etwas in der Hand, der ihm gefährlich werden könnte. Das ist ja unglaublich. Aber schon seit einiger Zeit hat Mia fleißig Beweise gegen ihn gesammelt. Miss Faye hat... S-T-U-V-W White... Was? Nur Walter White, aber kein Red White. Aber schon seit einiger Zeit hat Mia fleißig Beweise gegen ihn gesammelt. Was, wenn White die Akte gestohlen hat? Ja, das ist der Mann. April May hat also auf jeden Fall mit diesem Mann eingecheckt, ist das richtig? Ja, bei einer so hübschen jungen Dame kann man die Begleitung nur beneiden. Es besteht kein Zweifel mehr. Derjenige, der April May diesen Auftrag gab, war Red White. Dieses Gemälde kenne ich doch irgendwoher. Wo habe ich das schon mal gesehen? What's your name? Huh? What's your... Oh, sehr erfreut. Your name, N-A-M-E. Spreche ich etwa Japanese oder was, Mister? What's your name? Also, mein Name ist Wright. Ich habe eine lange Zeit in Amerika verbracht. Deswegen ist mein Deutsch etwas rusty. Ja, so wie mein Japanese. Ich bin Red White und ich bin der Chef dieser Firma. Nein, der Präsident! By the way, übrigens, Sie sehen wie ein ziemlich armer Anwalt aus. Schuldig im Sinne der Anklage. Heutzutage haben es Anwälte echt schwer. What's the matter? Was wollen Sie denn von mir? Sie kennen Miss April May. Ist es nicht so, Mr. White? Yes, I do! Als ich Sie eingestellt habe, hätte ich nicht geahnt, dass ich so etwas tun würde. Könnten Sie sich bitte klarer ausdrücken? Yes, we can! The upper action! Es ist schon richtig, dass diese Firma Information sammelt. Aber mit solch miesen Tricks wie diesem würden wir hier niemals arbeiten. Aber Miss May meinte, dass ihr die Aktion von jemandem befohlen worden sei. I see. Diese böse Mädchen versucht nun, das jemand anderem in die Schuhe zu schieben. Am Tag, als Miss May den Mord beobachtete, haben sie zusammen mit ihr im Hotel eingecheckt, oder? Well, ich habe mir angewöhnt, unwichtiges Zeug zu vergessen. Mein Lebensmotto lautet, don't worry, be happy. Der Page im Hotel konnte sich genau an sie erinnern. Never trust a lift boy or a lawyer. Das ist mein Rule Number One. Und das hier fand man im Hotelzimmer. Mit Don't Worry, Be Happy kommen sie aus der Nummer nicht mehr raus. Und was wollen Sie jetzt mit mir machen? Mich deswegen einbuchten? No, 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 nix da. Sollten Sie denn nicht nach dem wahren Mörderer von Miss Mia suchen? Keine Sorge, das tue ich. Und genau deshalb bin ich auch hierher gekommen. What do you mean by that? Miss Faye hat Beweise über Sie gesammelt. Sie haben April May benutzt, um Ihr Telefon abzuhören. Und als Miss Faye ermordet wurde, sind aus dem Büro Ihre Akte sowie sämtliche Beweise über Sie verschwunden. Also wissen Sie, wer der Mörder ist. Die Antwort liegt auf der Hand. Habe ich recht, Mr. White? Ja, Sie wünschen, Mr. White. Unterrichten Sie die Staatsanwaltschaft. Ich werde im morgigen Prozess bezüglich Mia Faye aussagen. Meine Zeugenaussage wird super hart. Verstanden. Und dann rufen Sie bitte noch die Police. In Ordnung. Was haben Sie vor? Wie ich bereits sagte, Sie sind wirklich ein armer Anwalt. J.
just like Miss Fay was. Sie mieser Drecksack, Sie waren es also wirklich! No, my boy! It was you! Ich werde dich morgen anklagen. Und zwar als den wahren Mörderer von Miss Mia. Was soll das werden? Polizei, schneller ging's nicht! Bravo, Mr. Inspector. Ich habe hier für Sie den wahren Mörderer von Miss Mia Fay. Was war das? Was machst du denn hier? Inspektor, bitte glauben Sie mir, ich... Na, hey, Buddies, regelt das doch please irgendwo anders miteinander. Sagen Sie, sind Sie sich da wirklich sicher? Go with him. Geh mit ihm mit. Goodbye, Mr. Wrong. White! Edgeworth am Apparat? Wie bitte? Der Anwalt? Gehen Sie. Hä? Sie sind entlassen worden. Ja. Okay, rein da. Mr. Anwalt! Einspruch! Ich plädiere auf unschuldig, euer Ehren. Red White erweist sich als mächtiger Gegner. Wie weit reicht sein Einfluss wirklich? Natürlich bin ich nicht Miss Fays Mörder. Ich muss mir meine Aussagen genau überlegen. Ich muss die Beweise richtig ausspielen. Ich muss den wahren Täter entlarven. Edgeworth, selbst du musst das doch einsehen. Finde die Widersprüche, greife nach der Wahrheit. Nächstes Mal, Wandel der Schwestern, letzte Verhandlung. Nimm das! Outtakes. Die süße Tussi ist da. Zeugin, hören Sie bitte auf, so niedlich zu sein. Zeuge, nennen Sie bitte Namen und Beruf. Würden Sie dem Gericht bitte mitteilen, was Sie in der Nacht des 3. Aprils gesehen haben? Und das hier ist die Tatwaffe? Hören Sie jetzt hier nicht rum, Mann! Das Opfer heißt Maya Fay. Die Verdächtige ist Maya Fay. Die Schwester der Schwester des Opfers. Das stimmt nicht! Ich bin ein Junge! Ich verrate Ihnen mal was. Vor Gericht dreht sich alles um die Beweise. Sie Opfer. Ich versichere Ihnen, dass dies unmöglich sein wird. Nichts ist unmöglich! Toyota! Also, da war diese Stimme. Ich denke, es ist 8:50 Uhr. Geil, nicht wahr? Das ist meine eigene Stimme. Habt ihr ein Problem mit nackten Hintern? Ja. Ruhe im Gerichtssaal. Edgeworth am Apparat. Mr. Anwalt? Sie waren heute großartig. Ich war hin und weg. Das ist doch einfach nicht zu fassen, Edgeworth. Woher kommt das? Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Yes, we can.